Hallo Leute, ist schön, dass ihr wieder da seid. Heute wollen wir eine Jura Impressa 1060 zerlegen. Bevor ihr mit der Arbeit beginnt, unbedingt immer den Netzstecker ziehen. Zunächst Wassertank entfernen, den Deckel einfach abziehen. Man sieht das hier, der ist nur reingesteckt. Die vier Schrauben der Rückwand entfernen. Hier sind die typischen Jura-Schrauben verbaut. Müsst ihr mal sehen, vielleicht müsst ihr euch ein Werkzeug selber bauen. Und wenn ihr die vier Schrauben abhabt, dann könnt ihr die Rückwand entnehmen. Unter dem Schutzglas vom Bohnenfach haben wir schon die erste Schraube, die muss rausgenommen werden. Den Deckel des Gehäuses abheben. Sollte ein Defekt am Netzschalter sein, dann einfach diese Schraube entfernen, Gehäusedeckel ab und somit kommt man an diesen Mikroschalter ran. Der kann dann getauscht werden. In unserem Fall ist das nicht notwendig gewesen. Man dreht das Gehäuse leicht nach rechts und Netzschalter dann nach oben abziehen. Deckel kann runtergehoben werden. Den Pilz vom Bohnenfach entfernen, die Seitenwand nach hinten wegziehen und entfernen, die andere Seitenwand, wo der Tank sitzt, mit der Faust leicht Richtung Rückwand dagegen schlagen. Somit löst sie sich aus ihrer Verankerung und man kann diese ebenfalls entfernen. Jetzt kommt man auch gut an die Brühgruppe heran. Wenn da etwas kaputt ist, ebenso wenn Schlauchdichtungen defekt sind, die Ohrringe, dann lässt sich das hier gut sehen. Die Schrauben vom vorderen Gehäusedeckel entfernen. Kaffeeschlauch, der aus der Brühgruppe herauskommt, ist in die Öffnung der Frontplatte eingesteckt. Hier sieht man noch einmal genau, wo die Tülle sitzt, wo einfach nur der Kaffeeschlauch aus der Brüheinheit reingesteckt wird. Die Feder entfernen, den Druckschlauch für den Kaffeeaufschäumer herausziehen. Nun müssen die Kabel von der Leiterplatine gelöst werden, damit wir wieder Platz schaffen können, um die Frontplatte abziehen zu können. Merkt euch gut, wo ihr die einzelnen Stecker abgezogen habt. Wie ihr seht, könnt ihr jetzt die Frontklappe öffnen. Die Kabel aus ihren Verankerungen nehmen. Ihr müsst nun die vier Schrauben lösen, damit ihr die Ausschankplatte herunternehmen könnt. Nun müssen die Schrauben entfernt werden, um an den Auslauf zu kommen. Hier sieht man noch einmal die Tülle, wo einfach nur der Kaffeeschlauch aus der Brüheinheit reingesteckt wird. Seht ihr, wie verschmutzt die Maschine von innen ist? Das ist verstopft. Richtiger Brei ist hier in der Maschine. Hygienisch ist das nicht mehr. Nachdem nun alles gereinigt ist, setzen wir die Maschine wieder zusammen. Seid vorsichtig, dass ihr auch wieder die Stecker an die richtige Stelle bringt. Vergesst nicht den Schlauch vom Milchaufschäumer, nicht dass euch dann das Wasser in die Maschine läuft. Die Seitenwand, wo sich der Tank befindet, mit einem kleinen Schlag wieder mit der Faust nach vorn bewegen. Man hört ihn einrasten.
die zweite Seitenwand auch wieder nach vorn reinschieben. Ihr wisst ja sicher schon, jeden Tag kommt ein neues Video. Das sind natürlich nicht alles Reparaturvideos, es sind Reisevideos, Städtereisen oder auch Koch- oder Backvideos, wo auch die Rezepte in der Videobeschreibung sind. Ja, und das Obligatorische nochmal, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert vielleicht besser den Kanal. Das würde mir weiterhelfen. Danke fürs Schauen und ja, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin.